vernünftig an. Hallo zur Nachmittagssession mit dem kurzen Namen Microsoft Teams Development Conversation AI in Kombination mit dem Hub for Teamwork. Nachdem ich selbst schon mehrmals für Konferenzen dann diese Agenda-Pläne gemacht habe, würde es an diesen passen, weil ich kriege mir irgendwie sauber ins Format rein. Gut. Unsere beiden Namen. Mein Name ist Thomas Görges. Mein Name ist Stefan Bieser. Wir sind von der Solvian aus Graz. Beide MVPs, ich im Office 365, Stefan im AI. Deswegen passt es ganz gut, dass wir uns da gemeinsam mit Teams und AI heute beschäftigen. Wenn Sie mehr wissen wollen, die Seiten erzählen dann noch viel, viel ausführlicher. Ganz wichtig, der QR-Code, die URL, ist die Seite, die wir erstellt haben schon vor Monaten, wo wir alle unsere Sessions gerade um Bot, Teams, AI zusammenfassen. Ob das dann jetzt Videos sind, die dann auf YouTube landen oder Blogartikel oder Artikel von anderen Sachen, die wir verlinken, das ist der eine Link. Die Idee ist, dass man das jetzt fotografiert, weil da muss man nachher nicht von jedem zweiten Foto machen, weil alles, was jetzt hält, kommt dann wahrscheinlich in wenigen Stunden, spätestens morgen, hier auch dann rauf. Gut. Warten wir auf Martin. Passt das? Microsoft Teams, das ist eine Gartner-Studie aus 2017, die so drei Parameter anzeigt, wo eben herausgefunden wurde, dass in der Mitte im Schnitt der Knowledge Worker 28% seiner Zeit damit verbringt, E-Mails zu managen. 20% der Zeit verbringt er damit, Informationen zu suchen, und die 59% ist die Angabe von Managern, die sagen, 59% ihrer Entscheidungen müssen Sie zuerst mal auf Datenursachen, Datenforensik betreiben, damit Sie Grundlagen haben. Das machen wir alle in unterschiedlichen Tools, in Plattformen. Und die Überlegung ist zu sagen, okay, deswegen auch Microsoft Teams als Hub for Teamwork. Wir wollen versuchen, Informationen kondensierter zusammenfassen, um das in Teams anzureichern. Deswegen auch diese erste einleitende Studie und dann überzuleiten zu sagen, okay, wie macht das Microsoft Teams? Ganz kurz, wir haben hier vier Bausteine, die besonders für unseren Vortrag wichtig sind. Microsoft Teams setzt sich zusammen aus einer Ecke, wo es um Kommunikation geht. Da geht es um Chat, Meetings und Calls, diese grundsätzlichen Geschichten. Das ist ein Chat in einem Team, ein Chat one-on-one, ein Chat mit dem Bot, wenn wir das alles noch sehen. Zweite grundsätzliche Säule, alles was um Zusammenarbeit, Collaboration geht, der SharePoint-Aspekt, Dateien austauschen, immer auch mit mobilen Use Cases, also nicht nur die Applikation, nicht nur Webbrowser, sondern auch wirklich am mobilen Device liegt dabei. Für Entwicklung, Teams ist nicht nur ein Tool, sondern auch eine Plattform. Wir werden später sehen, was man alles dann auch darauf entwickeln kann. Es gibt jetzt, glaube ich, irgendwie knapp bei 300 Applications schon in diesem Teams dort drinnen, die man sich anschauen kann und eben auch sehen kann, was machen andere mit Teams. Und ganz wichtig auch, in Teams speichern geht nicht. Alles, was ich im Team speichere, speichere entweder im SharePoint Online oder im Exchange. Und damit habe ich natürlich die kleine Security wie bei Basis Office 365. Was wichtig ist, damit kann auch Teams sagen, okay, wir erfüllen alle, das ist eines der 30 Blanketten, das ist Registrierung, Cloud ist oder was auch immer, die ganze Checklist mit dabei. Das ist ganz wichtig. Wir speichern niemals was in Teams, wir speichern in SharePoint, wir speichern in Exchange und nutzen dann die Features daraus. Retention Policies, was auch immer, das ist die Basis. Was gibt es jetzt da? Natürlich in Teams als Basis können Sie mit den ganzen, jetzt auch mit neuen Icons versehenen Office-Applikationen arbeiten oder eben die bereits bestehenden Partner-Applications, die es gibt. Poly AI, wir werden schauen, also die Session heute ist angelegt, dass wir einen Teil davon in PowerPoint verbringen und dann den restlichen Zeit Demos dort machen und so lange entweder bis sie flüchten oder die Zeit aus ist, Demos dort machen. Eins davon wird vielleicht sein Poly AI. Ein Bot in Teams, wo ich einen Umfang machen kann, mit @poly, dann frage ich, stelle ich eine Frage, auf Fragezeichen, andere Möglichkeit 1 Beispiel, andere Möglichkeit 2 Beispiel, Bot setzt das um, macht ein Formular, der von ihm klicken. So ganz schnell. Adobe, alles was für Designing geht, GitHub und Wix und klar, Jira glaube ich auch klar. Und das sind diese Partner-Applikationen, die es jetzt schon gibt. Aber der nächste Schritt ist dann das, dass ich sage, okay, als Organisation hätte ich gerne meine eigenen Applikationen auch aufs Team drauf. Und die Idee von Teams ist jetzt die, wenn ich jetzt hernehme und sage, okay, in meiner Rolle, als Teammitglied für ein SharePoint oder ein Entwicklungsteam,
jetzt ist Kontrast setze, wenn ich her zum Beispiel Salesperson, die 100% ihrer Zeit im CM verbringt, ich vielleicht aber jetzt nur in Pre-Sales irgendwann einmal Details brauche, wäre es doch cool, wenn es irgendeinen Service gibt, der sagt, okay, ich nehme die Information vom CM-System, die 5 Sätze, die den Tommy interessieren, schießt den Teams, ich habe das noch drinnen und kann dann sagen, ja, nein, und die Buttons klicken. Und muss nicht raus und nicht ins CRM rein und das reinlesen. Ich kriege auf jeden Fall ein Hyperlink, das dann hinklicken muss, mich anmelden muss, gut, damit ich muss und ich kriege die Information gleich her. Und das ist so diese Idee von diesen Organizational-Based Applikationen. Im Kontext von der Zusammenarbeit Informationen aus einem anderen Tool anzeigen und am besten gleich noch Möglichkeiten, mögliche Aktionen hinzufügen. Buttons mit Freigabe, ja, nein, damit ich nicht switchen muss. Es geht jetzt nicht darum, dass wir ein ganzes CRM in Teams integrieren, ein ganzes ERP in Teams einbauen. Das gibt es eh schon. Das ist ein verlorenes Wissen, wenn ich das einzeln nachbaue. Aber eben für die, die vielleicht nur einmal im Monat nach SAP-Lösung einen Bericht rausfahren, diese Dinge vereinfacht gleich in Teams anmelden. Das ist so die grobe Idee in wenigen Sätzen. Das gleiche gibt es natürlich auch schon oder sehr, sehr bald mit fertigen Templates für die gewissen Verticals, Healthcare, Manufacturing, Retail. Das ist immer ein bisschen, ich weiß, es ist ein Lösung, weil das alles auf diesen großen amerikanischen Markt zielt und vielleicht nicht 1:1 für uns umsetzbar ist. Trotzdem sind gute Ideen dabei, die man sich dann anschauen kann und schauen kann, okay, wie können wir es toppen, dass das auch für uns passt. Was kann ich jetzt in Teams machen? Ich kann Commands und Actions definieren. Ich kann mit einem Bot sprechen. Der Unterschied ist, ein Command und eine Action passt jetzt auf das Bot-Framework auf. Den Bot bin ich wirklich, wenn wir später sehen werden, in einer Konversation. Ein Command vereinfacht das irgendwie. Ich sage irgendwie nur Add, Search, kriegt dann Wikipedia-Suche zurück. Und muss nicht mit dem Bot reden, mit Hallo, ich würde gerne Wikipedia suchen, das ist mir das Rad, sondern verzinkelt das. Touch ist einfach in Teams oben ein Reiter hinzugefügt, wo ich dann meine wirklich eigene Applikation einbinden kann. Die kann ich posten, wo ich will. Besten natürlich irgendwo auf Azure, damit ich auch mit meinem Azure AD authentifiziert bin, dass ich noch einmal anmelden muss. Theoretisch kann das irgendwo laufen. Muss ich immer für Benutzer schauen, dass das gut funktioniert. Und im Backend natürlich der Microsoft Graph. Weil wenn ich in Teams drinnen bin, bin ich schon am Office 365 angemeldet und kann dann mit dem Graph alles erreichen. Nächste Kalendereinträge, Kontakte, E-Mails, alles was der Graph kommt, habe ich eigentlich nur mehr einen Call weit weg. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, die mir dann hier in Teams auch nutzen kann. Das Ganze funktioniert am Handy, am PC, im Browser, also alle Plattformen. Aktuell eine Angular Application, in Zukunft eine React Native Application, die da drüber liegt und überall genutzt werden kann. Und natürlich auch mit einer nicht nur für Teams API, sondern auch wirklich als Plattform gedacht für Enterprise Developer, mit einem eigenen Store für mich selbst als Unternehmen, dass ich nicht diesen Store von draußen nehmen kann. Und mit dem großen Unterschied, wenn wir jetzt von Teams Applications sprechen, machen wir jetzt Enterprise Applications, die jetzt dann nur für den Kunden selbst laufen sollen. Und auch eine Applikation, die für den ganzen Markt in Teams verfügbar sein soll. Das ist ein ähnlicher Unterschied. Mir geht es aber, okay, ich mache es nur für den Kunden, das ist meine eigenen Daten, dann sage ich, okay, das speichere ich in Azure, das habe ich alles. Wenn ich jetzt einen Service entwickle, das vielleicht als App global zur Verfügung stellt, muss ich mir natürlich ganz andere Gedanken machen. Ausfallsicherheit, Datensicherheit, GDPR, ich speichere dann Daten von anderen Leuten, Ruling die. Da muss man aufpassen, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo auf eine Liste drauf von Informationen, die ich bekomme, wenn das in den Global Teams Store geht und alle der Welt können natürlich das ausführen, bin ich dann natürlich ganz anders dabei, als wie das meine eigene Daten sind. Und natürlich auch eben angesprochen der Store für ISVs, dass ich eben auch wirklich dort nutzen kann und Applikationen auch über diesen Store verbreiten kann. Wie schaut das heute aus? Wie würde man so eine Teams-Applikation heute bauen? Im simpelsten Fall ist das nur, so wie es da ist, ein Manifest-File, wo angegeben wird, welche Komponente von extern in Teams geladen wird. Weil wieder in Teams selbst funktioniert nichts. Im einfachsten Fall ein Bot, der einen Endpoint hat, der irgendwo angegeben wird und integriert wird. Ein Tab, der als Webpage irgendwo läuft, konfiguriert wird, angegeben wird und dann in Teams eingebunden wird. Und das Teams-Manifest, das Sie da sehen, das definiert meine Art-Applikation und gemeinsam mit ein paar Icons, das sind dann die Icons, die dann in Teams auftauchen. Da ist die Besonderheit, alles was viereckig ist, Mensch, alles was sechseckig ist, Bot, und das auch am ersten sofort erkennt. Dann habe ich auch erst nach 1,5 Jahren gecheckt, dass das eigentlich so einfach sein kann.
einfach sage, okay, was ist jetzt Bot, was ist nicht Bot, mit diesen Icons zusammen und meinem Manifest, das ist mein App-Package, das ich dann deployen kann und das dann zur Auswahl steht. Aber noch einmal, es ist nur eine Konfiguration, in Team selbst wird schwierig. Wenn ich jetzt mit dem Manifest mich wirklich beschäftige und das Schema von dem JSON auswendig kann, dann brauche ich das Team Snap Studio nicht. Für die Normalsterblichen ist das Team Snap Studio sehr, sehr hilfreich. Dann sehe ich rein und sage neue App und habe alle Parameter, die ich eigentlich ausfüllen muss, die dann schlussendlich dieses JSON-File definieren, in einer UI drinnen. Das werden wir aber später sehen. Das hilft mir sehr, wenn ich dann wirklich hergehen will und sage, okay, ich will eine App anlegen. Und ja, zum Beginn ist wirklich die Idee, dass das Team App Studio aufmachen, sich diese ganzen Schritte anschauen, vielleicht auch mit dem Entwicklerblick anschauen und nicht nur sagen, okay, ich will es noch nicht fest, sondern auch, wie ist diese App realisiert, was funktioniert da alles. Wir sehen hier oben unterschiedliche Tabs, wir haben dort einen Bot-Loop dabei, wir sehen, welche UI-Elemente funktionieren. Und das ist auch die Idee zu sagen, vielleicht ist es keine gute Idee, wenn ich jetzt sage, ich roll Teams tenantweit aus und lasse jeden einzelnen Benutzer aus diesen 300 Apps auswählen, dass ich die einschränke und nicht jedem zur Verfügung stelle, was das machen kann mit Policies. Aber Entwicklern und Admins das doch ermöglichen, damit ich sehe, was passiert. Und das Entwickler ist immer spannend, weil ich sehen kann, wie machen andere. Welche Ideen sind dahinter und wie das umgesetzt, das ist natürlich ein Nährboden für weitere Ideen. Welche neuen oder neuesten Möglichkeiten gibt es in der Teams-Plattform? Wie gesagt, Commands and Action, das sieht man da so rechts, wo ich dann drüber habe, Compose of Talent, dann zu schreiben an oder in oben dann schon weiter vorausgefüllt, dass mir diese Action schon sagt, okay, wenn ich zu tippen beginne, das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Beim Bot ist es ganz oft so, ich sage mal Hallo, dann sagt der Bot Hallo zurück. Und ich muss halt schon wissen, was der Bot kann. Wenn es nicht in der ersten Response der Bot schon sagt, du kannst dich fragen A, B, C, ist es schwierig zu sagen, okay, was ist der nächste Step, den ich als Benutzer machen kann. Diese Commands vereinfachen das. Wir werden dann auch später sehen, Commands simplifizieren auch die Konversation mit dem Service dahinter. Dann gibt es auch solche Pop-up-Fenster quasi, wo man wirklich dann Daten denken kann, dass man sagt, okay, es meldet sich ein anderes System, vielleicht die Urlaubsfreigabe, irgendwer in meinem Team beantragt Urlaub, es kommt von mir auf und ich kann dann auch Daten entgeben, Kommentare, wie auch immer, und speichere dann das in einem Fremdsystem, dass ich jetzt nicht nur im Bot hin und her schreiben muss, sondern auch so eine kleine Form mit dabei. Die Form gibt es dann auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Smart Link Unfurling, so wie Sie es jetzt kennen, wenn ich einen Hyperlink in Teams integriert von GitHub, schaut das zum Beispiel so aus. Ich kann aber, wenn mir diese Page gehört, GitHub gehört mir jetzt nicht, aber wie andere Systeme, das ist, wo ich selbst der Betreiber bin, dann kann ich was integrieren, dass Teams nachfragen kann und sagen kann, okay, ich habe diese URL, sollte hinter den Trigger sein, dass dann gleich mehr Kontext dabei ist, weil wieder, es geht darum, den Kontext-Switch zu vermeiden. Es geht darum in Teams, dass ich so viel anzeige, dass ich nicht die andere Applikation aufmachen muss. Im ersten Schritt vielleicht eine Preview, im zweiten Schritt vielleicht gleich so, dass ich da ein Formular einbaue und dadurch, dass ich nur diese Uhren aufgerufen habe, mit einer Action darunter View Issue schon was sagen kann. Das ist eine Freigabe mehr, füge ich nur den Link ein, die andere Seite gibt mir mehr Informationen hinter dem Hyperlink, macht dann eine relativ hart in der Ansicht und ich habe dann gleich einen Button mit dabei, wo ich dann sagen kann, ja oder nein. Das ist dann die große Idee hinter Teams. Hier eben die drei Arten, wie man User Input andefinieren kann. Links, also wie noch links, No Code, das wird nur das Manifest definiert, welche Felder das es geben soll. Dass ich hier wirklich sage, okay, welchen Dateninput brauche ich. In der Mitte mit No Code, das ist ein Adaptive Card. Über Adaptive Card.io kann man sich definieren. Adaptive Cards ist die Idee, dass man sagt, ich definiere ein JSON-Objekt, wie eine Maske aussehen soll. Das schaut bei den Pop-Framework gleich aus, schaut in Teams gleich aus, schaut in Windows-Applikationen gleich aus. Ich definiere es nur einmal, kriege den Input zurück und ganz rechts Custom, technisch gesagt ein iframe, wo ich dann wirklich meine eigene Applikation laufen lassen kann und komplett selbst das wieder hosten kann. Aber da kann ich ein Formular machen, wie ich möchte. Mit einem Wizard, Rückfragen, was auch immer. Jetzt geht es natürlich auch darum, dass ich sage, okay, diese Tabs oder meine Applikationen, vor allem wenn ich jetzt am Mobiltelefon bin, ich kann auch die Kamera nutzen, irgendein Foto machen, dass ich wirklich alles nutze, was so am Betriebssystem zur Verfügung steht und auch Deep Links, das heißt, ich kann wirklich denken, ich mache jetzt wirklich einen Link auf die selbstgeführte Antwort
und nicht nur auf den Fan an sich. Also man wirklich sagen kann, okay, auch wenn ich von außen komme, klicke drauf und das geht hinsteigt in der Ebene auf, wo ich dann wirklich den nächsten Schritt setzen will. Das Ganze auch mit SSO, das heißt Simple Sign-On, das wirklich Authentication vom Active Directory kommt. Bis jetzt ist es sehr oft so, dass ihr das kennen wahrscheinlich mit, wenn Sie mit Teams beschäftigen und Authentication machen, dann kommt so ein Fenster, Login, muss man die Device Authentication von Azure Active Directory definieren, fällt nur so einen 8-stelligen oder 6-stelligen Nummerncode, wenn man dann weitergehen muss. Coming soon, ich habe es schon live gesehen, das ist wirklich die Geschichte, weil das okay, ich melde mich an, ich weiß den Benutzer, ich bin im Office bei 65, kann ich mit dem Produkt authentifizieren, weil auf lange Sicht, natürlich zum Testen, das ist kein Problem, aber der ja, viel zitierte Normalbenutzer wird jetzt nicht anfangen, an 6-stellige Nummerncodes hin und her definieren, wenn er mit dem Bot sprechen will. Das macht er einmal und dann sagt er, ja gut, ist nur Spielerei, das ist noch nicht so weit. Da sieht man dann, okay, wenn SSO funktioniert und das simple ist, dann geht das richtig los. Hier die Definition, wo ich einfach dann die App-IDs angebe und konfiguriere und das so zusammenhängen und sage, okay, definiere eine Azure AD-Application, die hat die Rechte in diesem Funktion. Schaut dann so aus, wenn das durchgeht, Beispiel aus der Microsoft-Welt, passt das, Microsoft Team, IT Helpdesk, dahinter Dinge hatten schon consented, das heißt, es hat immer schon gesagt, prinzipiell die Applikation ist okay, die darf das, dann kann ich das durchgehen. Spannend auch, es wird auch aktuell zum Beispiel an einer Page gearbeitet, in der Dokumentation, wo ich sehe, als IT-Admin, von all diesen fast 300 Applikationen, die im Team Store gibt, wer speichert Daten? Wo speichert er die? Ist das irgendwo in einem Service von Dritten? Ist das okay für mich? Das weiß ich ja nicht. Hausnummer, so finde ich irgendwas, Adobe Sign-In. Was macht er mit den Daten, die ich angebe? Das muss ich jetzt abwenden wissen. Und dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, gibt es da eine Liste an Applikationen, wo ich im Schnellen sehe, wie das ausschaut. Und auch als Entwickler, dass meine Applikation sehr schnell in dieser Microsoft-Liste drinnen ist, dass diese, okay, das ist alles sauber und okay und nichts gedacht irgendwie. Was dann auch ein Thema ist, wenn es um Teams Governance, um automatisierte Anlage von Teams geht, gibt es jetzt schon den ganzen Lifecycle von Graph, also mit Graph Calls, wenn wir geteilt sehen werden, was es da alles gibt, aber auch in einer Beta- oder Preview-Variante das Lesen von Messages, auch das Posten von Messages, also wenn auch eine Applikation wirklich selbst interagieren kann. Ein Beispiel ist auch dieses Shift for First-Time Workers, dass ich wirklich sagen kann, okay, als Vertical, wenn ich First-Time Workers, mobile Arbeiter, Blue-Collar, wie immer sie definiert werden, hier reinholen und sage, okay, ich kann dann direkt als Application auch mit den Chatten anfangen. Die letzten Dinge sind dann auch Voice, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, der Bot hört zu, nimmt das Audio-File her, nimmt vielleicht das Video-File her und macht in Azure dann noch mehr damit. Translation, Keyword Extraction, also auch in diese Richtung denken. Einfachster Fall natürlich, Meeting aufzeichnen und irgendwer macht die Mitschrift automatisiert, teile die Keywords, das ist der simple Fall, aber da wird sich dann umdrehen. Was der Graph machen kann, ist natürlich, dass das Team anlegen. Das ist einfach, ich kann Members hinzufügen, ich kann das Team konfigurieren, also jetzt der ganze Lifecycle durch, Channels hinzufügen, Apps installieren, Tabs hinzufügen und archivieren, das ist einfach von Teams Creation, alles durchweg machen und jede Teams Provisioning Engine am Ende des Tages nutzt genau den Graph. Entweder jetzt schon die Graph Calls oder die Teams PowerShell, wenn man die Teams PowerShell reinschaut, die machen nichts anderes mit dem Graph Support, nur in einem anderen Interface. Das heißt, das einzige API-Interface für Teams läuft über Graph. Weiterer Hinweis: gibt es eine coole Postman Collection für Graph von Jeremy Fake vom Graph Team, wo das Beispiel dabei ist, ich melde mich einmal im Postman an und habe 120 Graph-Calls und davon sind ja wirklich 20 oder 30 von Teams. Hinklicken, dann sieht man jeden einzelnen Graph-Call sich ganz genau, was es weitergeht und wie das funktioniert. Das hilft dann wirklich. Gut, damit darf ich immer übergehen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Schlagwort Bots gehört. Wir wissen jetzt aber nicht wirklich, was Bots sind. Und viele werden es wahrscheinlich schon gehört haben. Einige von Ihnen haben schon mal mit einem Bot interagiert und vielleicht schon mal Bot selbst entwickelt haben. Ein Bot an sich im Teams-Kontext, im Modern Workplace-Kontext, kann eben dazu verwendet werden, um 1:1 Konversationen zu halten. Also sprich ein Bot mit einem Mitarbeiter oder mit einer Person, kann aber auch in
Gruppenkonversationen mit integriert werden, sprich der Bot, wie der Thomas schon gesagt hat, hört zu, liest mit, verfolgt die Konversation und kann sich auf irgendwelche Schlagwörter hängen und kann auf Schlagwörter reagieren und dann durch irgendwelche Vorschläge, Messages, Hints, wie auch immer, in die Konversation mit einfließen lassen, um das Ganze noch ein bisschen richer zu machen, die Konversation. Und natürlich, der Bot kann auch im gesamten Team, Teams-Kontext mit integriert werden und auch gesamte Teams auch deployed werden. Beispiel wäre jetzt quasi One-to-One-Bot wie die Polly, die wir schon vorher gehört haben, die als Bot im Sinne einer Teams-Applikation zur Verfügung stellt im Store. Die kann ich eben als One-to-One Teams-App nutzen, mit der chatten, die hinzufügen. Für mich persönlich, ohne dass irgendjemand anders in meinem Teams-Tenant die Polly nutzt unter Umständen, und dann kann ich sie aber auch, wenn ich sage, für mich passt sie, ich habe jetzt meine Service oder was auch immer mit der Polly erstellt, kann ich die Konversation mit der Polly erweitern um 5 andere Personen und die können dann auch dieser Konversation folgen und können auch diese Service dann dementsprechend auch ausfüllen, reviewen, wie auch immer, im größeren Kontext als One-to-One, also 1:1. Schaut dann eben so aus, im Teams-Kontext, ich erstelle die App oder ich füge die App hinzu, definiere die Service und die Polly schickt dann als Bot Messages in einen Teams-Channel rein mit der Bitte um Survey ausfüllen an alle, die im Team quasi Members sind. Wir wissen aber immer nicht, was Bots jetzt im eigentlichen Fall oder im eigentlichen Sinne sind, was sie tun, warum Bots überhaupt, was das überhaupt mit Artificial Intelligence zu tun hat. Generell, die Microsoft an sich ist im Bereich AI relativ flächendeckend unterwegs. Das heißt, sie bieten Services von AI-Services wie das Bot Framework oder Cognitive Services an, hin zu wirklichen Deep Learning Frameworks, die man entweder von anderen Vendors integrieren kann oder die Microsoft selbst quasi entwickelt hat. Da kann man sie eben in der AI-Plattform durchhandeln von leicht wie Bot-Services, die jetzt quasi als Service zur Verfügung stehen, bis hin zu, wenn man jetzt der Data Scientist ist, die Deep Learning Frameworks integrieren in andere. Wir im Modern Workplace-Umfeld, wann immer es um Conversation AI sich dreht, versuchen natürlich das relativ lightweight umzusetzen und fokussieren uns da eben auf 2 große Bereiche. Das eine ist das Azure Bot-Service, das andere sind die Cognitive Services, die quasi Intelligenz als Service bieten. Was ist jetzt Conversational AI im Detail? Es ist eigentlich nichts anderes wie ein Subbereich von künstlicher Intelligenz und man kann es als neues User Interface sehen. Das heißt, das ist jetzt quasi eine neue Art, mit einem Service, mit einer Applikation, mit einem System zu kommunizieren. Und zwar nicht nur durch Klick und Tastatureingaben, sondern das Ganze etwas humaner, menschlicher, wie auch immer zu gestalten. Dass das quasi nicht mehr Konversation zwischen Mensch und Maschine ist, sondern wirklich das Ganze sich entwickelt hinzu. Es wird dann menschlicher und es wird so, wie wenn ich jetzt mit dem Baum eine Konversation führe. Dann führe ich dann nicht mit ihm eine Konversation, sondern mit einem Service, mit einem System, wie auch immer. Über Text, über geschriebene Sprache, aber auch bei uns in Österreich wahrscheinlich, wenn Dialekt noch weiter entfernt, aber in Amerika, wenn man Native Speaker ist, schon relativ gut durchführbar, auch in Sprache, also Gesprochenes. Ich sprich mit einem Service, der Service versteht mich, spricht unter Umständen meine Sprache auch. Wir können eine wirkliche Konversation gesprochen führen. Und aus einem Bot natürlich relativ geeignetes Mittel, das Ganze als User Interface zu exposen. Das heißt, der Bot ist dann im Endeffekt das User Interface für meinen Service. Ein Use Case für einen Bot, der sich dann auch in den Teams-Kontext integriert, wäre jetzt quasi, das werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen, in meinem Unternehmen habe ich verschiedene Datensilos, die verschiedene Informationen enthalten. Das heißt, wir haben das Datensilo für Abteilungswissen. Jede Abteilung pflegt irgendwelche FAQ-Seiten, irgendwelche PDFs, Words, OneNotes, was auch immer. Das macht die Abteilung für sich geschlossen. Dann gibt es darüber das Unternehmens
Wissen. Das heißt, es sind grundlegende Dinge über das Unternehmen, die das Unternehmen betreffen, die jeder wissen sollte, die jetzt wahrscheinlich nichts mit einer speziellen Abteilung zu tun haben, sondern das ist allgemein gültig. Gespeichert unter Umständen irgendwo anders. Andere OneNotes, andere Wordfiles, andere SharePoint-Seiten, andere Wikis, wo auch immer. Dann gibt es unter Umständen noch den dritten Bereich, Support-Knowledge, Support-Wissen. Das heißt, Wissen aus der Helpdesk-Abteilung, Wissen aus der Support-Abteilung. Die jetzt genau wissen, Tommy ruft an, Hilfe, ich habe mein Passwort vergessen, wie setze ich es zurück? Die wissen, ich muss jetzt in die SharePoint-Seite rein navigieren und muss genau diese Anleitung durchführen, damit der Tommy wieder sich anmelden kann. Das betrifft jetzt auch wieder nur eine spezifische Abteilung. Das Problem, das jetzt viele Unternehmen haben, ist, dass diese Datensilos überall verstreut sind im Unternehmen. Mit der Cloud zunehmend auch noch einmal on-prem, einmal in der Cloud, einmal hybrid, wie auch immer. Und keiner mehr genau weiß, wo sind die Daten, wo finde ich die Informationen. Der normalsterbliche Mitarbeiter weiß jetzt nicht mehr, muss ich jetzt unter Company Info schauen, muss ich unter meiner Departmental Data Server schauen, wo muss ich jetzt hingreifen, damit ich die richtige Information finde. Da ist quasi ein Bot, gepaart mit verschiedenen anderen Services in am Channel wie Teams, eine recht gute Möglichkeit, diese Data Silos zu kombinieren, abzugreifen und in einem Kanal zur Verfügung zu stellen. Und der Kanal wäre dann eben ein Bot, der in Teams läuft. Und der User muss nicht mehr wissen, geht es jetzt um Company-Info, geht es jetzt um Support-Info, geht es jetzt um irgendwelche Bereichsinfos, sondern er fragt quasi immer diesen einen Bot, hey, ich muss mein Passwort zurücksetzen, bitte hilf mir. Und der Bot weiß im Hintergrund, Passwort zurücksetzen, die Info hole ich mir von dort. Reisekostenabrechnung, die Info hole ich mir von einem anderen Fit-System, wie auch immer. Das macht das Ganze für den User schon ein bisschen eleganter wieder, weil der User muss sich quasi immer merken, wann immer ich eine Frage habe, gehe in Teams rein, als Beispiel, frage dann einen Chatbot und der hilft mir weiter. Und wenn er mir nicht weiterhilft, kann ich mir immer sagen, im Bot-Kontext, das ist die Nummer vom Helpdesk, ruft dort an. Oder das ist die Nummer von der HR-Abteilung, ruft dort an. Oder was auch immer. Dass das Ganze verbessert die Sachen erkennen. Und dazu kann man jetzt eben ein Framework, ein Spot-Framework verwenden, das jetzt von der Microsoft kommt, das sich in drei Säulen gliedert. User, das ist quasi das nicht beeinflussbare, das oftmals nervigere. Channels wären jetzt quasi die Kanäle, in denen mein Bot mit dem User interagiert. Wie man da jetzt sieht, das sind Microsoft First-Party-Apps, Teams, Skype, solange es noch gibt, Cortana, Mail, was auch immer, sind aber auch Third-Party-Apps, Facebook Messenger, Slack, was auch immer. Also die Microsoft ist da relativ offen und versucht, diejenigen Kommunikationskanäle anzubinden, die jetzt am meisten genutzt werden. Weil Facebook Messenger wahrscheinlich mehr als zwei Drittel in den Raum verwenden, Facebook Messenger in irgendeiner Form, und könnten dadurch potenzielle User auf dieser Plattform werden. Und dann gibt es eben die dritte Säule, die Conversational AI Plattform. Das jetzt quasi das Spannende ist für denjenigen, der den Bot auch entwickelt, konzipiert, wie auch immer. Der Bot an sich kann man hosten in Azure, kann man hosten on-premises, kann man hosten in irgendeinem anderen Cloud-Provider-Data-Center, weil es nichts anderes ist wie eine Web-App. Es gibt verschiedene Bot-Service-Typen, einmal als Web-App gehostet, einmal als Bot-Chain-Registration-Service gehostet, wo ich mir quasi die Web-App irgendwo anders hosten kann, dann dementsprechend den Bot-Service nur registriere in meiner Azure-Umgebung, kann den entwickeln in .NET, in JavaScript, in Python, in Java, relativ offen. Das heißt, ich muss jetzt nicht der Hardcore-C-Sharp-Entwickler sein, um einen Bot bauen zu können, sondern ich kann das auch mit meinen Web-Dev-Skills in Node.js machen oder in TypeScript machen. Oder ich bin sogar ein Java-Entwickler, kann ich das auch natürlich machen. Wobei die Java und Python im Preview sind, die beiden SDKs. Die Microsoft, ähnlich wie im SharePoint-Bereich, liefert auch schon im Bot-Bereich Patterns und Practices. Jetzt nicht ganz so serienreif, wie man es vom SharePoint erkennt.
aber sie versuchen sich dem anzulehnen und liefern auch schon Patterns Practices, die man sich zunutze machen kann, die man sich einerseits anschauen kann, Konzepte abschauen kann, aber auch gleich integrieren kann in die Bot-Lösung. Und dann der wichtigste Bereich, ohne den der Bot eigentlich relativ dumm wäre, ist der Bereich Cognitive Services. Cognitive Services ist jetzt diejenige tragende Säule in einem Bot-Szenario, die mit irgendeiner Form von Intelligenz integriert. Sei das jetzt Sprachverständnis, sei das jetzt Bilderkennung, Computer Vision, Bildverarbeitung, sei das jetzt Q&A Maker, sei das jetzt Entity Extraction, Text Analytics, was auch immer. Das sind mittlerweile fast 30 APIs, die in Microsoft Azure gehostet werden, die mir irgendeine Form von Intelligenz zur Verfügung stellen als API. Dahinter ist immer ein Modell, das ich trainieren muss, das ich quasi aufsetzen muss, trainieren muss, anpassen muss für meine Gegebenheiten. Dann habe ich quasi eine API, die ich fragen kann, wann immer ein Textinput kommt, was sagt der User mir überhaupt? Dann muss ich zu diesem Sprachverständnis-Service gehen, damit der mir sagt, das hat der User jetzt dir gesagt. Der will wahrscheinlich dieses und jenes machen. Weil ohne diese Cognitive Services ist das Ganze nur ein Web-App. Das, was ein Web-App kann, hat aber nichts mit künstlicher Intelligenz im eigentlichen Sinne zu tun. Das ist, wie gesagt, nur eine. Und die Vision der Microsoft ist jetzt quasi, dass der Bot ein virtueller Assistent wird. Es wird eine eigene Brand, eine eigene Marke. Nutzt eben verschiedene AI-Capabilities, das sind die Dinge, die den Bot intelligent machen, und wird eben integriert in verschiedene Channels, wie schon erwähnt, mit verschiedenen User-Input-Types. Also, wann immer ein Bot entwickelt werden sollte, sollte man sich ja Gedanken darüber machen, wie werden meine User mit dem Bot interagieren, wer ist mein Zielpublikum, sollen die nur schreiben können, wahrscheinlich besser wäre es mit Rich Attachments zu arbeiten, mit Cards zu arbeiten, damit man das Ganze ein bisschen, die Konversation ein bisschen aufpeppt, ein bisschen aufhübscht und ein bisschen normaler für den User macht, weil ich nehme an, wenige von Ihnen werden mit ihren Freunden oder mit ihren Kollegen über Teams, Skype, WhatsApp, wie auch immer, nur textbasiert schreiben. Da werden sicher einige auch mit Emojis arbeiten, Links verschicken, Bilder verschicken, GIFs verschicken. Das würden Sie dann aber auch gerne wahrscheinlich im Bot-Kontext auch machen wollen. Darauf muss ich reagieren. Dass ich muss dem Bot da irgendwie die Fähigkeit geben, dass er Links zum Beispiel versteht oder Bilder versteht oder auf Emojis reagieren kann. Weil das Ganze, das die User-Adoption natürlich ein bisschen steigen lässt. Kann den Bot auch auf verschiedenen Devices dann nutzen. BMW vor kurzem hat eine Kooperation mit der Microsoft abgeschlossen, dass sie ihre In-Car Assistance mit dem Bot-Framework abbilden. Das heißt, alle neuen BMW-Modelle werden in irgendeiner Form das Bot-Framework verwenden. Wenn du die Klima per Sprachsteuerung hoch oder runter drehen willst, dann wird es über das Bot-Framework laufen. Und so kann man dann auch als Konsument oder als derjenige, der jetzt noch ein bisschen dem Ganzen kritisch gegenübersteht, weil man denkt, das ist vielleicht noch nicht so weit, schon sehen, dass auch große Firmen, oder BMW ist eine relativ große Firma und jeder, der die BMW-Autos kennt, der weiß, die sind nicht ganz so billig, dass die dem Microsoft-Weg vertrauen und dass die das integrieren, sagt schon viel aus. Und für die geht es unter Umständen auch um viel Geld, aber wenn das nicht funktioniert und wenn ich mein Klima nicht mehr regulieren kann per Sprachsteuerung, dann werde ich vielleicht beim nächsten Mal kein BMW mehr kaufen. So gehe ich zu Mercedes oder gehe ich zu Audi oder wo auch immer. Sagt eben, dass die Services, obwohl sie noch so jung sind, schon relativ reif in der Anführungszeit sind. Und dann geht es eben darum, auch verschiedene Knowledge Sources zu integrieren. Wie schon gesagt, Department, Company, was auch immer Knowledge Sources. Seien die jetzt bei mir in einem SAP-System, seien die bei mir in einem SharePoint, in einem CRM-System, auf dem Bildschirm, wo auch immer. Das kann ich alles integrieren, ich kann das alles in meine Bot Chat-Dialoge mit einfließen lassen, damit das Ganze noch ein bisschen an Mehrwert gewinnt. Und ich kann auch
mit verschiedensten Skills arbeiten, ähnlich wie man es jetzt von Amazon Alexa kennt, kann ich für mein Chatbot auch Skills entwickeln. Ein Skill für E-Mail, Skill für Kalender, Skill für Automotive, wie es BMW dann machen wird, zum Beispiel, und kann diese aber auch mit Third-Party-Applikationen kombinieren. Kann auch sagen, ein Bot redet mit einem anderen Bot. Hat so quasi eine Bot-to-Bot-Conversation, um sich Infos zu holen, wie auch immer. Und kann das Ganze natürlich dann auch irgendwann auf dem IoT-Edge auflaufen lassen, dass ich quasi null Verbindung zur Cloud mehr brauche, wenn der User mit dem Bot interagiert. Wie gesagt, wenn man einen Chatbot-Use-Case oder wenn man generell am Chatbot konzipiert, ganz wichtig, nicht immer nur an Text-only denken, auch an Images, Cards, Buttons, was auch immer denken, weil das Ganze die Konversation ein bisschen interaktiver machen und ich kann den User auch ein bisschen durch meine Konversation guiden mit Buttons. Wenn ich ihm schon von vornherein drei Auswahlmöglichkeiten in Form von Buttons gebe, wenn er mir was fragt, dann kann ich den User schon hinleiten auf ein Dialogziel. Und lasse ich die Konversation nicht ganz offen. Das heißt, ich muss unter Umständen auch weniger Use Cases abdecken, wenn ich die User schon von vornherein in die richtige Richtung leite mit der Konversation. Und wie der Dominik schon gesagt hat, ein ganz guter Weg, um solche Visualizations zu implementieren, ist eben quasi, dass man mit Adaptive Cards arbeitet, weil Adaptive Cards quasi in verschiedensten Systemen lauffähig sind. Ich muss sie nur einmal definieren. Die Adaptive Card ist ein JSON-File. Das definiere ich einmal runter. Das läuft dann, wie man da sieht, im Outlook. Wird vom Outlook-Client nativ gerendert. Im Teams wird es nativ gerendert. Cortana Webchat und auch in, wie Sie schon anfangen, in verschiedensten Third-Party-Apps wird es nativ gerendert und ich muss das Ganze nur einmal machen. Das gilt übrigens für den gesamten Bot. Ich kann den Bot einmal schreiben, deploy den dann in Teams und in Facebook Messenger. Mit derselben Codebase. Write once, run everywhere. Das ist halt der Hintergedanke von Adaptive Cards, um das ganze Dialog Management einmal zu machen und das läuft dann in jedem Gen, egal wo. Rendered nativ, adaptiert sich an das Host UX automatisch. Relativ einfach zu implementieren und zu entwickeln. Und wie gesagt, ist nur JSON. Also, ich muss jetzt unbedingt nicht entwickeln können. Es gibt sogar einen Designer dafür. Das heißt, ich kann das auch wirklich fachanwendend in die Hand geben und sagen: Reisekostenabrechnung, Austausch mit der Adaptive Card, gehst auf den Designer, kriegst du das zusammen, ziehst du deine Visualizations rein. Am Ende des Tages schickst du mir das JSON-File und integrierst es in den Bot. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir so einen Bot erstellen können mit null Lines of Code. Das heißt, das Ziel ist wirklich, dass wir nach dieser Demo einen Chatbot haben, mit dem wir in Teams schreiben können und der quasi von uns null Zeilen Code abverlangt hat. Was ich im Vorfeld schon gemacht habe, ich habe in Azure ein paar Cognitive Services provisioniert, weil sonst wird die Demo ein bisschen zu lang dauern. Konkret, ich habe eine Instanz von einem Q&A-Maker instanziert und habe schon eine Q&A-Maker Knowledge Base angelegt. Q&A-Maker Knowledge Base ist quasi der Cognitive Service, der es mir ermöglicht, Informationen abzufragen, Informationen zu speichern in Form von Fragen und Antworten. Wie man da jetzt sieht, ich habe auch automatisiert eine URL von einem Teams FAQ einlesen lassen von der Office Support Seite. Ich gebe dem Service quasi nur den Link. Der Service passt diese URL durch und holt hier die Fragen und Antworten raus, basierend auf Headings und Paragraphs im HTML zum Beispiel, und fügt diese Fragen und Antworten in unsere Knowledge Base ein. Und die ist recht umfangreich. Habe dann noch quasi einen Chit-Chat mit dabei automatisiert, wo ich mir aus 5 verschiedenen Personalities aussuchen kann, ist der jetzt. Ja, kann man natürlich größer machen. Ist das jetzt
ein freundlicher Bot? Ist der jetzt enthusiastisch? Ist das jetzt eher der Corporate Bot, der jetzt nicht so lockerlässig antworten soll und die schon mit vordefinierten Fragen und Antworten kommen? Das heißt, die muss man nicht auf jede blöde Frage erstens einmal die Frage da einfügen und dann die Antwort überlegen, sondern der kommt schon vorgefertigt mit ein paar unter Umständen Dummy Questions daher. Das ist genau darauf abgezielt, wenn Sie denken an Siri-Videos auf YouTube, wo dann irgendwer fertig erstellt, was machst du heute am Abend? Das machen Ihre Benutzer auch mit dem Bot. Jeder Blödsinn, der irgendwie einfällt, wird einmal gefragt und schaut, wie reagiert es nicht. Und dann muss ich mir natürlich als Company überlegen, wie reagiere ich auf das? Wie lässig im österreichischen Sprachgebrauch würde ich sein, wenn ich sage, jetzt an der Versicherung denke, wie ich vielleicht erst recht sind, dann geht die Frage passt da nicht. Wenn ich jetzt irgendwie eine Jugendsprache haben will, dann muss ich halt anders mit dem umgehen. Dass je nachdem, wie der Input kommt, ich glaube, es sind jetzt 106 oder 107 unterschiedliche Fragen, die dann kommen, das sind die 5 Typen, die man durch. Und auch noch eine Bemerkung zur FAQ. Wenn auch Ihr Unternehmen vielleicht eine FAQ irgendwo hat, die public verfügbar ist, die kann der Kühne auch initiieren. Also jede Webpage, die erreichbar ist und neu seit der Bildkonferenz, seit Beginn Mai, auch Dokumente, die irgendwo in einem SharePoint liegen. Das heißt, man kann jetzt zeigen, wenn es anpasst, ich habe am SharePoint Dokumente, das ist innen irgendwie drinnen mit Überschrift und Frage so aufgebaut, die kann ich nehmen, abgreifen lassen und in den Kühne-Maker extracten, mit dem Sedan mit unserem Bot. Genau, das heißt, ich kann wirklich PDFs und Words, die ich im SharePoint gespeichert habe, an dem Service übergeben, der passt es durch, schaut sich anhand der Headings und Paragraphs an, was ist jetzt eine Frage und was ist eine Antwort, und speichert es da rein. Ich kann auch mit Excel-Files arbeiten, zwei Columns, Frage, Antwort, gibt die dem Q&A-Maker, der passt es durch und fügt es ein. Das heißt, ich muss nicht alle Fragen und alle Antworten per Hand da reinklopfen, sondern ich kann schon das nehmen, was unter Umständen da ist. Wir sparen uns jetzt diesen Redakteursprozess. Wir haben jetzt alle Fragen und Antworten zur Genüge definiert und editiert und sind jetzt quasi so weit, dass wir unsere Knowledge Base publizieren. Das heißt, wir klicken auf Publish. Was jetzt passiert, es wird ein neuer Q&A-Maker Endpoint angelegt für uns. Und jetzt ist quasi meine Knowledge Base einmal fertig und ich kann meine Knowledge Base abfragen. Was das Schöne am Q&A-Maker-Service ist, ich kann aus diesem Service gleich einen Bot erstellen. Das heißt, wenn ich da jetzt raufklicke, auf Create Bot, leitet er mich weiter auf mein Azure-Portal, fügt schon ein paar wichtige Variablen ein, den Botnamen, er wählt die Subscription aus, die richtige Resource Group, die Location, was auch immer, und fügt auch diesen Q&A Off-Key ein. Das ist quasi dieser Authorization-Key meiner Q&A-Maker Knowledge Base, damit der Bot weiß, welche Q&A-Maker Knowledge Base er befragen kann oder befragen soll im Endeffekt. Ich lasse das jetzt einmal so, wir verschieben unsere Daten nach Amerika, es wird dort quasi der neue Instanz von einem Web-Bot hochgezogen. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein paar Sekunden, bis das ganze Deployment fertig ist. Was wir da jetzt machen, ich gehe nochmal zurück auf die Slide, wir instanzieren jetzt quasi eine Instanz von so einem Web-App-Bot in Azure. Bitte. Wir schreiben Bot letztendlich für die Unzulänglichkeit, dass wir so viele Daten haben und nicht wissen, wo es letztendlich da ist, für die Allgemeinheit. Wie ist das mit Persistenz? Das heißt, wenn der immer wieder dieselben Fragen kriegt, dann müsste er eigentlich merkt, dass ich das, kann ich das später auswerten, kann ich dann ansetzen. Ja. Ich gehe nun einen Schritt weiter. Ich hätte gerne einen persönlichen Bot, der mir meinem Meeting nachher auch mit teilnimmt und der nachher das Meeting, die Unzulänglichen, die wir nicht brauchen, dann zusammenfasst und mir das in einem, was weiß ich, 5-Minuten-Statement zusammenfasst. Also, weißt, das sind die Sachen, hier ist die Unzulänglichkeit, die Menge der Informationen, die wir suchen müssen. Um für die Allgemeinheit jedem ein Bot zu schreiben und ich bin schon eine Ebene weiter, weil ich schicke dann meinen Bot hin und brauche dann ein Meeting nicht mehr selber teilzunehmen. Ja, wenn man genügend Zeit hat und das umsetzen kann, kann man das natürlich machen, dann kann man sich selber durch einen Bot ersetzen. Das war das erste Thema auf der Bildkonferenz vor 3 Jahren mit der Microsoft Lunchbot. Schreibt mit dem Pizza Hut Bot, bestellst die Pizza, redet Bot mit Bot und am Ende kommt der richtige Pizza. Also weil das Use Case, weil es eine Pizza bestellt, ein Bot, ja, okay, das war so super, wenn ich das sage, genau die Idee, ich rede mit meinem Bot, der in meinem anderen Service, und das geht so gut.
Wichtig aber in so einem Use Case ist immer, wenn man sowas jetzt einsetzt oder einführt, dass man den Personen im Unternehmen auch klar macht, der wird dich nicht ersetzen. Das wird nur quasi, wie du sagst, ein Assistent werden, aber der wird morgen nicht deine Arbeit übernehmen. Du brauchst keine Angst um deinen Job haben, weil das sind noch immer die Gedanken in vielerlei Köpfe, zu sagen, ich will gar nicht mit einem Bot sprechen, weil vielleicht unter Umständen nimmt die Maschine mir morgen meine Arbeit weg und ich stehe alleine da auf der Straße. Das soll es eben nicht sein. Also wann immer ein Bot-Use-Case oder generell ein AI-Use-Case im Unternehmen platziert wird, sollte der irgendeinen Benefit bringen für die Mitarbeiter und sollte nicht am Ende des Tages dann irgendwann Rationalisierung auslösen. Das ist auch tatsächlich die Webseite, die wir in einer Session für uns testen konnten, Stephen Hawking mit diesen letzten großen Fragen, die beantwortet hat, vergleicht die künstliche Intelligenz, wie sie jetzt da ist, mit Gehirnen von Lebewesen. Und so wie die AI aktuell da ist, sagt er, okay, das Ding ist nicht etwas so gescheit wie Regenbogen. Regenbogen wird jetzt meinen Job nicht machen können. Dein Herr. Da müssen wir schauen. Aber er sagt dann auch selbst, 200-300 Jahre wird die Maschine so schlau sein, wie das so systemisch in meinem Kopf vorgeht, was wahrscheinlich überhaupt keiner genau versteht, was jetzt genau da alles funktioniert. Der nächste Schritt ist aber dann das, meine Synapsen können auch fühlen. Wenn die Maschine so weit ist und das Gleiche kann, dann kann mir das auch. Das werden wir nicht erleben, vielleicht Gott sei Dank. Ich will jetzt keine Dystopie zeichnen, aber aktuell Regenbogenniveau. Regnet es morgen hin und her, Bot lässt sich, kann man ein Fenster rausschauen. Das ist dann die Geschichte. So, unser Chatbot oder unser Azure Bot, Webbot ist ja provisioniert in Azure. Wir kriegen für jeden Bot eine Microsoft App ID. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen den Bot in Teams deployen. Das heißt, wir gehen in unseren Teams Client und wie der Tommy schon vorher kurz skizziert hat, gibt es dieses Teams App Studio. Mit dem Teams App Studio kann ich mir eben ein Manifest visuell zusammenklicken. Das heißt, ich erstelle jetzt eine neue Teams App, gebe der Teams App einen Namen, SPConf19. Das ist genau der Vorteil von der Certification, was es jetzt genau required, muss das sein. Es gibt ein paar Feinheiten wie die Short Description, darf nicht gleich sein mit Long Description. Wenn man jetzt Manifest unterschreibt, mache ich da irgendwie SPConf, Test, Ding funktioniert nicht. Fest irgendwann und sagt er uns zurück. Das checkt es in diesem Manifest schon. Das hilft schon bei dem Beginn mit diesem App-Studio zu hantieren, weil es einem so Einführungsding ist und das auch hält. Ich weiß von Bekannten, die wirklich ärgern und sagen, ich schreibe das also selber runter. Der lebt in dem Ding, okay, ich glaube es auch. Also so ist es nicht. Wenn der Stefan jetzt da ausführt, vielleicht noch eine Idee, wo dieser QA-Bot auch ist, bei einem Kunden, bei einem Freund von uns eingekommen. Firma in Holland, größer so 60, 70 Leute, das ist eine typische Größe, wo wenn jemand 15, 20 Jahre in der Company ist und irgendwann eine Frage sagt, gehst zu ihr, die weiß alles. Aber was die gemacht haben, ist, dass sie genauso ins Ganze hochgezogen haben, mit diesem QA-Maker auch, und der jeweiligen Experte dann gesagt haben, wenn jemand zu dir da kommt, stellt eine Frage, antwortet die Frage, aber die Frage schreibst du gleich in den QA-Maker rein. Nach 2 Wochen war das Ding so weit, dass ich gesagt habe, okay, wir kommen viel mehr in die Reihe fragen, und wir fragen jetzt den Service. Das ist implizite Wissen, das eine Person gehabt hat, irgendwann zu dokumentieren. Das ist ja das Ziel von dem Rechtsverkehr, dass man so eine Köpfe erläutern ist, hätten wir keine Stars mit dabei. Wenn man die Person gefragt hat, schreibt mal nieder alles, und das ist natürlich überfordert, was soll ich jetzt machen. Aber die gute Idee ist, dass dann passt, wenn jemand dir eine Frage stellt, schreibt die Frage auf, schreibt die Antwort auf und tut das dann gleich rein. Und so ist das Step by Step weitergegangen. Und dann kommen genau die Punkte, die der Hans auch gemacht hat, dazu mit, stellt eine Frage, ich habe keine Antwort. Wenn ich jemandem einen Report habe und sagen, okay, welche Fragen noch nicht beantwortet, damit ich nachbessern kann. Ähnlich wie bei der Sharepoint Search, dass das Report war, Suchbegriff leer, besser beschreiben soll. Dass es 15 Antworten waren, ist vielleicht lässig, der Report wird benutzt, aber wenn keine Antwort war, dann muss ich nachhaken, weil da muss ich dann noch meine neue Spesse ergänzen. Besser so? So, wir haben quasi die Basics unserer App beschrieben. Wer ist unser Entwickler, wie heißt die App, was auch immer, und haben jetzt eine Capability in Form von einem Bot angelegt, und da unser Bot ja schon existiert als Azure-Ressource,
haben wir jetzt nicht den Tab New Bot verwendet, sondern wir sind auf Existing Bot gewechselt, geben unserem Bot einen Namen, wählen die Bot-ID aus. Die Bot-ID ist die Microsoft App-ID, die aus dem Azure AD kommt, in dem Fall unser SPI-Demo Q&A-Bot, den wir vorher angelegt haben, können noch auswählen, ist es ein Notification-Only-Bot, kann der Bot Teams-Calls empfangen und kann an Teams-Calls und Video-Calls beitreten. Und was ist das Scope? Personal ist quasi 1:1 Chat, Group ist 1:N Chat und Team ist quasi, ich kann den Bot in ein Team hinzufügen als Member. Saven das Ganze, gehen auf Test and Distribute, dann können wir quasi anhaken, soll der Bot quasi für uns schon installiert werden und in welchem Team soll er mit dabei sein. Ich wähle jetzt ein Dev-Team aus. Das macht das nennt man Sideloading von einem Application-Teams. Das funktioniert nur, wenn ein Tenant das aktiviert ist. Das ist ein eigenes Setting und die Services-Teams und auch Sideloading von Applications, die nicht schon vorkommen. Das ist standardmäßig nicht aktiviert, weil das erste Mal mit der Nachricht funktioniert es bei einem selbst nicht. Da muss man reingehen, das Setting ändern, eine Minute warten und dann hat das die Teams auch registriert. Jetzt einfach darum, dass man nicht blind will, dass jemand die gleichen Applications irgendwo hernimmt und den Teams lauffähig nimmt. Ein bisschen Arbeit dabei. Genau. Und dann fragt er uns noch, in welchem Channel der Bot gleich hinzugefügt werden soll. Ich nehme jetzt den General. Er springt gleich in das jeweilige Team, in den General Channel rein. Und man sieht da unten in der Zeile, dass er schon den Bot mentioned. Also er macht Add Mention Bot. Ich kann jetzt quasi mit dem Bot im Team hin und her schreiben. Das heißt, ich suche mir jetzt einmal eine Frage daraus. What is Microsoft Teams and why should I use it? Gehe zurück in meinen Teams Client, kopiere die rein, mache Add Mention, den Chatbot, gebe ihm die Frage. Und was jetzt passiert ist, dass der Azure Bot Service diesen Input entgegennimmt, den Input zum Q&A Maker schmeißt und der Q&A Maker quasi sagt, auf diese Frage habe ich diese Antwort für dich. Das dauert jetzt im ersten Step ein bisschen, weil unser Bot noch nie mit jemandem geschrieben hat. Das heißt, da muss einmal die Azure-Ressourcen dahinter aufwärmen und einmal quasi alles hochfahren. Aber in Kürze soll der Bot dann uns quasi in diesem Teams-Thread die Antwort auch liefern. So wie wenn das jetzt ein normaler Member auf Reply klicken würde und da die Antwort reinschreiben würde. Ja, in der Zwischenzeit können wir uns ja anschauen, wie das Ganze auch im One-to-One-Chat ausschaut, nämlich genau gleich, wie wenn ich mit einem anderen User schreiben würde. Ich suche oben in der Comment-Bar nach der Teams-App-Namen, finde den Bot und kann ihm da auch dann schreiben. Gleich, wie wenn ich jetzt mit dem Tommy eine 1:1-Konversation hätte. Das heißt, es ist nichts anderes für den User wie ganz normale Teams-Messages. Nur schreibe ich halt nicht mit einem Kollegen, mit einer anderen Person, sondern ich schreibe mit einem Bot, der dahinter wo auch immer hin Queries absetzt und die Queries dann wieder bündelt als Nachricht oder als Antwort und die Antwort zurückliefert. Was wir jetzt machen können, ist, weil der Bot offensichtlich jetzt nicht in der Zeit antwortet, wo wir es erwartet haben. Schauen wir nach im Azure Portal, da gibt es eine eigene Test-Pane, wo man dann auch schauen kann, okay, Stefan startet das Sending, wo die Antwort schon zurückkommt. Ist da mit den Details, wo du die Antwort siehst auch? Genau, das ist nur im Bot-Framework Emulator. Aber. Also prinzipiell scheint es zu funktionieren, und du das dann auch als für den Teams Channel Partition. Richtig. Ich wollte nur schauen, ob du aufpasst. Das heißt, was ich vergessen habe, ist diese Azure Bot Web App Instanz auch für den Teams Channel zu aktivieren. Das heißt, ich habe jetzt die Teams App zwar, die Teams App hat jetzt aber nichts mit meiner Azure Web App zu tun. Das heißt, ich muss im Azure Portal auch sagen, welche Kanäle darf der Bot bedienen. Jetzt ist quasi nur Webchat aktiviert. Welche von diesen anderen Bot-Framework-Kanälen darf mein Bot bedienen. Darf er über Skype erreichbar sein? Darf er über Teams erreichbar sein?
Ich mache das jetzt einmal. Also der klassische Test, wenn der Webchat-Verfahren funktioniert, weiß der KDP-Page nicht, das funktioniert prinzipiell und würde der Webchat nicht funktionieren. Also kann es jetzt nur irgendwo zwischen Offline und Teams sein. Jetzt ist der Teams-Kanal running. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Und ich erkläre dabei die anderen Kanäle. Das heißt, das sind jetzt die Channels, die out of the box funktionieren. Die Channels kann ich out of the box für den Bot provisionieren mit zwei Klicks. Ich muss jetzt da nicht zu, ich muss zu Facebook wahrscheinlich bei Facebook ein bisschen mehr Konfiguration tätigen wie bei den Microsoft internen. Aber prinzipiell ist es so gedacht, ich entwickle den Bot einmal und ich publish den Bot auf verschiedene Plattformen mit derselben Codebase. Was auch möglich ist darüber hinaus, wenn jetzt die Kanäle, die da aufscheinen, nicht ausreichend sind, kann jeden anderen Kanal auch integrieren mit dem Direct Line Protokoll. Das ist nichts anderes ist wie ich schicke dem Bot HTTPS Calls via Post Method und gebe ihm so die Nachricht mit. Und der, wer auch immer, Channel, zum Beispiel wenn es WhatsApp geben würde als API, könnte die Nachricht verarbeiten und könnte dann mit der irgendwas machen. Das ist auch wie über die Der Arni geht sicher. Wir haben da im Sinne exakt das gleiche, den Kollegen Terminator, der jetzt auch als Teams-App ganz normal zur Verfügung steht. Und den können wir in der Zwischenzeit einmal fragen, what is the Terminator about zum Beispiel. Und der liefert uns dann im Teams-Client die Antwort. Ich habe es da eh vorher, bevor die Session losgegangen ist, schon gemacht. Und das schickt uns wirklich quasi eine Antwort aus dem QA-Maker, aus der QA-Maker Knowledge Base. Bitte. Es gibt Variationen, so leichtes Pattern Matching. Das ist jetzt kein Language Understanding wie Louis. In etwa, das ist jetzt 1:1 das gleiche. Was ich hier machen kann, vielleicht durch die QA-Base wechselt, ist, dass wenn ich schon weiß, okay, es gibt vielleicht andere Formulierungen, dass ich mehrere Fragen zusammenfassen kann mit der gleichen Antwort. Das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, die Frage ist jetzt in Gegenteil gestellt, fünf weitere Fragen sind anders, kann ich die Frage da aufnehmen und das machen, aber es ist nicht 1:1, es ist String Compare, es ist schon ein gewisses Pattern Matching dabei, aber es ist noch nicht Language Understanding in den klassischen Sinn. Das wäre dann etwas, was dazu kommt. Ja. Das, was wir jetzt da durchgeklickt haben, ist ja das QA-Maker-Service, haben wir gestern schon vorbereitet, zu dem Bot durchgeschickt. Ich kann den Bot auch explodieren mit dem Code anschauen, das als Vorlage nehmen und dann eben noch Language Understanding drauflegen, dass es dann auch wirklich mehr Intelligenz dabei hat. Also ganz, ganz simpel erklärt, wenn die Frage jetzt wäre, what is Microsoft Teams and why should I use it? Wenn ich jetzt dem Bot die Frage stellen würde, please explain me the fundamentals of Teams, würde man die Antwort sicher nicht zugeben, weil er nicht weiß, dass die beiden Fragestellungen miteinander zusammenhängen. Das heißt, er macht wirklich nur, er matcht die Characters, die als Input kommen, mit den Characters, die da drinnen sind, aber er hat kein Verständnis der Sprache dahinter. Das heißt, wenn man sowas möchte, das empfiehlt sich in einem Produktivszenario auf alle Fälle, ist, dass man einen zweiten Service aus der Cognitive Services Reihe nutzt, der sich Louis nennt, der Sprachverständnis zur Verfügung stellt. Und den kann ich vorschalten und kann sagen, das ist jetzt quasi Bedürfnis X, Teams Explanation, und dann trage ich explizit genau diese Q&A Maker Knowledge Base auf. Was auch spannend ist bei dem Q&A Maker, sonst kann ich Teil machen, aber für den Q&A Maker ist es nur ein Webservice. Wir nutzen das jetzt nur in unserem Bot. Kann ich erstens auch in jeder anderen Applikation nutzen, also kann ich das Q&A Service auch in jeder Custom-Applikation nutzen. Und das zweite ist, gibt es eine komplette API dafür. Also ich kann auch selbst irgendwie bei Code-Fragen hinzufügen. Wir haben auch ein Beispiel mit SharePoint-Liste, Spalte Frage, Spalte Antwort, Business User füllt nur SharePoint-Liste aus, dahinter Receiver startet und füllt dann für den E-Mail aus. Sobald ich dann in der SharePoint-Liste neue Frage-Antwort habe, geht der Bot weiter, weil ich ja vielleicht den
Knowledge-Worker, den Business-Worker nicht als QA-Maker zumuten und sagen, okay, dann muss ich dort anmelden, dort hinklicken, auf der SharePoint-Liste, wir extrahieren das und synken das dann quasi in den QA-Maker-Service rein. Und das ist auch noch ein Ansatz, der funktioniert, dass man das wirklich für die Endbenutzer so einfach wie möglich. Gut, ich glaube, wir sind schon ein bisschen drüber über der Zeit. Das, was wir jetzt quasi als Demo gesehen haben, gibt es auch als Video auf YouTube zu sehen unter dem Link. Das heißt, es ist quasi einmal ein Walkthrough von, wie lege ich ein QA-Maker Knowledge Base an im Azure-Portal, wie lege ich das dann im QA-Maker-Portal an, wie strukturiere ich Fragen und Antworten und wie generiere ich daraus einen Bot, der dann in Teams läuft. Das Ganze als knappe Stunden Webinar, 50 Minuten Webinar, das wir jetzt quasi auf YouTube fix fertig zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wer das jetzt irgendwer ausprobieren möchte, einfach auf den Link gehen und das quasi nachklicken. Gut, sagen wir mal danke und stellen die Frage für die Woche. Danke. Danke.